Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst jetzt miteinander feiern dürfen. Der Wochenspruch ist der erste Satz des Psalms, den wir nachher auch lesen werden. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und das Wörtchen tun, das da steht, meint nicht, er hat es mal getan vor langer grauer Vorzeit, sondern er tut es immer noch und immer wieder neu. Diesem Gott können wir vertrauen. Der Sonntag heißt Kantate singet und wir dürfen nicht wegen Corona. Also lassen wir singen. Frau Heike, vielen Dank. Jetzt wollen wir unsere Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Wir lesen nun im Wechsel Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet, lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Sammeln wir uns zum Gebet. Voll lärmender Lieder ist unsere Welt, aber der Aufschrei der Angst und die leisen Lieder des Leides werden nicht gern gehört. Vergib uns, du mitleidender Gott, dass wir die Stimme der Wahrheit über uns selbst so ungern hören. Doch Jesus, dein Sohn, unser Bruder, hat am Kreuz das Lied der Verlassenen aus sich herausgerufen. Und darum erlaubst du uns, dass wir endlich in uns selbst hineinhören, dass wir auch vor dem Lied der Verzweiflung an uns selbst und anderen nicht zurückschrecken. Verwandle also unsere Klagen in einen fröhlichen Gesang. Noch sprichst du zu uns durch dein Wort, noch hörst du auf die Stimme bittender Menschen.
Befreie uns in Klage und Lob zum Lied der Wahrheit über uns selbst und über diese Welt, die du uns anvertraut hast. Herr, rede und lass uns hören. Amen. Hören wir auf den Predigttext für heute. Lesung aus Lukas 19. Und als Jesus schon nahe am Abgang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Sie jetzt mitnehmen nach Jerusalem. Wer jemals auf dem Ölberg gestanden ist, der ist tief beeindruckt von dem Blick auf die Stadt Jerusalem und den vor ihnen liegenden Tempelberg, wo heute der muslimische Felsendom mit der goldenen Kuppel steht, stand zur Zeit Jesu der Tempel. Das war der Prachtbau der Stadt, kann man sagen. Um ihn herum gab es ein wirres Menschenknäuel, denn jeder, der dorthin ging, brachte Gott Opfer dar. Vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wurden Tiere als Versöhnungsgabe Gott geopfert. Auch der riesige Platz um den Tempel herum war voller Menschen, gegliedert für Heiden, für Männer, für Frauen und für Priester. Da standen Wachen, die achten dann sehr drauf, dass niemand die Betretungsverbote überschritt. Ringsrum waren Säulenhallen. In den Säulenhallen wurden Opfertiere angeboten zum Kauf. Da gab es auch Geldwechsler für jene, die aus dem Ausland kamen, um Jerusalem zu besuchen. Und es gab Räume zum Gespräch, zum gemeinsamen Austausch oder auch zur stillen Andacht. So konnte jeder auf seine Weise Gott nah sein. Wir wissen, dass die junge Christengemeinde, die sich nach Pfingsten gebildet hatte, dort regelmäßig zusammenkam. Die Apostelgeschichte berichtet uns das. Jeder, der auf dem Ölberg steht, ist beeindruckt von dem Panorama, das sich ihm bietet. Und wer den Ölberg runterläuft, kommt an einem riesigen jüdischen Friedhof vorbei, wo ein Grab so teuer ist wie ein Einfamilienhaus. Dann gelangt man zur Dominus Flevit-Kirche, die genau an der Stelle steht, an der Jesus nach Lukas 19 über die Stadt Jerusalem geweint hat, weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkannte und weil sie ihn, der im Namen Gottes kam und sprach, überhört hatte. Unten am Fuß des Ölbergs der beeindruckende Garten Gethsemane, in dem sich Jesus dann kurze Zeit nach diesem Stück, was wir gerade gehört haben, aufhalten wird zum Gebet und später dann zur Gefangennahme nach dem Verräterkuss des Judas. Da am Ölberg jubeln also nun, wie wir gehört haben, die Jünger über die großen Taten, die Jesus im Namen Gottes getan hat. Wir kennen das alle, dass Menschen manchmal vor Freude ganz laut jubeln, ausgelassen jubeln. Dann wollen sie den Bayern die Lederhosen ausziehen oder nie mehr in der zweiten Liga sein oder sie werden deutscher Meister. Oder bei den Parteien, wenn die überraschend höher zu quotieren sind als die prognostizierten Werte, dann bricht lauter Jubel aus, nachdem die erste Hochrechnung bekannt gemacht worden ist. Wir haben es beim Fußballspiel
wie auch bei den Parteien erlebt, wie schnell jemand ganz oben ist, aber auch wie schnell er wieder sich auf dem Boden der nüchternen Tatsachen wiederfindet. Wissen Sie noch, wie das war, als Martin Schulz zum Parteichef der SPD gewählt wurde? 100% aller Stimmen hat er auf sich vereinigt. Das gab es noch nie. Und wo ist er heute? In irgendeiner Hinterbank sitzt er, gehört zum Fußvolk der Partei. Und nicht anders erging es seiner Nachfolgerin Andrea Nahles, die mal in einem Interview behauptete, den anderen Parteien eins auf die Fresse zu hauen. Auch daraus ist nichts geworden. Sie wohnt heute wieder in der Eifel, wo sie herstammte. Davon lebt unsere Demokratie, nicht von Gesängen, sondern von dem, was die Wähler zu dieser oder jener Person mit dem Stimmzettel sagen. Und mancher hat sein Kreuz mit dem Kreuz. Nun heißt der heutige Sonntag Kantate singet. Wer singt also, fächert seiner Seele Frischluft zu. Und die braucht sie dringend. Singen befreit, hilft zu Neuem. Und darum feiern wir diesen Sonntag auch nicht in der Passionszeit, sondern in der österlichen Freudenzeit. Nur ein Fröhlicher kann überzeugend singen. Ich habe noch nie erlebt, dass einer wenige Minuten vor seinem Tod noch ein Lied anstimmt. Aber dass eine Mutter nach der Geburt singt, das habe ich öfter erlebt. Gemeinde Jesu ist immer singende Gemeinde, gottlobende Gemeinde. Weil der Tod keine Macht mehr über mich hat. In allen Liedern rühmt seine Gemeinde die Kraft der Auferstehung und vergewissert sich dabei, wenn Jesus lebt, habe ich nichts anderes vor mir als eben das Leben. Wer die Psalmen liest, begegnet immer wieder auch solchen Jubelpsalmen. Da hebt nicht jemand ab, da werden wir von Gott abgehoben. Weil der Tod seine Endgültigkeit, seine letzten Schrecken verloren hat. Er lebt, das ist der ganze Grund unseres Singens. Auch unser Text ist von einem solchen Jubel erfüllt, wie er damals für die Zeit, als Jesus unterwegs war, nicht üblich war. Wenn wir am Sonntag den Gottesdienst mit der normalen Liturgie beginnen, also wenn die Corona-Zeit wieder rum ist, dann singen wir, was an dieser Stelle mir überhaupt nicht passt, nachdem der Psalm gelesen ist, ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was mir seit 50 Jahren missfällt, wir Christen bemächtigen uns des jüdischen Gebets und des jüdischen Liedguts, lassen es aber nicht einfach stehen, wie sie selber singen und sagen, sondern hängen noch den dreieinigen Gott hintendran, beschlagnahmen es also für uns selbst. Und das geht nicht, das ist eine Form geistigen Diebstahls. An der Stelle zu singen, das dreimalige Heilig, das der Jesaja im Tempel sprach, ja, das könnten wir, das wäre passender. Seit nahezu 50 Jahren rede ich also meinen Mund fransig, wenn ich mit Literaturhardlinern zu tun habe. Wir haben den Juden genug gestohlen, wir müssen in solchen Dingen einfach anfangen, sensibler zu werden. Auch die Pharisäer reiben sich in unserem Text an dem Gesang, aber aus anderen Gründen. Ihnen ist alles suspekt, was Jesus erhöht, weil sie glauben, Gott würde kleiner gemacht. Sie verkennen die besondere Beziehung, die zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel besteht. Das einfache Volk sieht das anders. Sie laufen, um Jesus zu sehen, ihn zu begrüßen. Sie tragen in sich eine ganz tiefe Sehnsucht nach dem Heil, dass der Messias endlich doch kommen möge und alle Fremdherrschaft der Römer durchbrechen möchte. Sie sind von lautem Jubel erfüllt und glauben, dass diese Worte des 98. Psalms, den wir gerade eben zusammen gelesen haben, sich erfüllen werden.
Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet, lobet, lobet den Herrn mit Harfen und Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Und dieses Königswort beziehen sie ganz bewusst auf Jesus. Mit ihm verbinden sie die große Hoffnung, dass sich alles ändert, was in ihrem Alltag so grau ist und so eintönig ist. Im Ziel sind sie sich darin mit den Pharisäern einig. Nur die Pharisäer glauben, der Messias kommt später mal. Aber nicht jetzt. Der kommt erst dann, wenn das Volk Israel alle Gesetze bruchlos erfüllt und keine Schlupflöcher mehr findet, um ein Gesetz auszuhebeln. Und sie ärgern sich darüber, dass das Volk einen Wanderprediger aus der nördlichen Provinz derartig huldigt und dass dieser das über sich ergehen lässt, ohne das Volk zurechtzuweisen. Und darum bedrängen sie Jesus, er soll dem Volk doch diese Huldigung verbieten. Denn was sie am wenigsten brauchen können, ist ein Aufruhr, denn die Römer verstanden keinen Spaß, wenn es im Volk Aufruhr gab. Jesus gibt den Pharisäern nicht recht, sondern sagt, wenn diese schweigen, dieses Volk, dann werden die Steine schreien. Das heißt, wenn die Lebendigen zum Schweigen verurteilt sind, dann wird die leblose Materie, die an sich stumm ist, laut sprechen. Die Wahrheit muss also ans Tageslicht kommen. Jubeln und singen wir, das ist seit jeher das Markenzeichen der Gemeinde Jesu. Und wir haben allen Grund dazu. Denn seit Ostern hat der Tod keine Macht und keine Kraft mehr. Jesus ist Sieger. Er hat das Heft des Handelns in seiner Hand. Und weil er lebt, haben wir im Glauben auch die ganz begründete Hoffnung, was nach dem Sterben auf einen jeden von uns wartet. Und daran will der Sonntag Kantate uns auch erinnern. Vergesst nicht das Gotteslob. Singt und ehrt im Singen den, der alle Macht hat. Bejubelt nicht Menschen, die sind allesamt endlich. Ihm gebührt die Ehre. Aber nicht allen mag nach Singen zumute sein. Da gibt es Menschen, die leiden unter Depressionen beispielsweise. Die werden runtergedrückt und belasten die Seele enorm. Oder jemand liegt daheim schwer krank da nieder. Oder jemand hat in der Familie einen Sterbefall. Musik tröstet, das wissen wir sehr wohl. Jemand erzählte mir, es habe ihm sehr gut getan, als ich zur Aussegnung kam und dann, als der Vater eingesagt war, bevor er abgeholt wurde, wir miteinander sein Lieblingslied gesungen haben und unter diesen Tönen ist er rausbegleitet worden aus dem Haus, in dem er sein Leben zugebracht hatte. Wieder andere wünschen sich am Grab keinerlei christliche Musik, sondern Andreas Gabaliers »Einmal sehen wir uns wieder« oder das Halleluja von Leonard Cohen in der Trauerversion. Ich habe den Eindruck, je mehr freie Redner Trauerreden halten, umso mehr wünschen sich selbst gestandene Gemeindeglieder einen ähnlichen Abschied. Das kann, will und werde ich nicht tun. Auf ein Gebet, auf ein Bibelwort, auf den Christus in der Mitte verzichten. Das ist für mich Herzstück, das ist für mich zentral. Billiger ist ein Abschied nicht zu haben. Ich erlebte kürzlich bei einer Beerdigung Folgendes. Der Opa hatte 14 Enkelkinder und alle waren da und eins von denen kam in die Sakristei und bat mich, dass eine Enkelin einen Text vorlesen dürfe, den alle 14 gemeinsam besprochen und beschlossen hätten. Selten habe ich etwas Ehrlicheres, Lebensvolleres, Überzeugenderes und Liebevolleres gehört als da. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was werden wohl in vergleichbarer Situation mal deine Enkel über dich selbst sagen? Warum begehen wir diesen Sonntag Kantate? Wer glaubt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat?
Wer Ostern als Wende seiner eigenen Biografie begriffen hat, der kann nur jubeln und dankbar sein. Und wir alle haben Grund genug zum Singen und zur Dankbarkeit. Gehen Sie, wenn Sie heute mal ein bisschen Zeit für sich selber haben, in einer stillen Stunde den inneren Weg, den Sie gegangen sind, zurück. Wie viele Kreuzungen haben Sie erlebt und sich für den einen statt für den anderen Weg entschieden? Und warum haben Sie sich so entschieden damals? Wie viele Entscheidungen haben Sie im Laufe Ihrer Lebensjahre gefällt? Und vielleicht fragen Sie sich, was wäre wohl geworden, wenn ich mich da und dort ganz anders entschieden hätte? Denn jede Entscheidung ist ja auch eine Festlegung und ein Nein zu einem anderen Weg. Kantate singet, wir haben allen Grund dazu. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Jeder Weg war ein Geschenk und ich hatte das Gefühl, geführt, geleitet und begleitet zu sein. Und selbst in den tiefsten dunklen Tälern, die ich erlebt habe, habe ich auch erlebt, dass sein Stecken und Stab mich wirklich trösten. Dorthin also will ich immer wieder neu meine Zuflucht nehmen, weil ich keinen anderen Helfer für mein Leben weiß als diesen meinen Gott. Vielleicht gelingt es uns, wie den Jüngern damals, mit lauter Stimme Gott für seine guten Taten zu loben, die wir miterlebt haben und die uns bereichert haben. Betrachten wir mal die Ernte unserer Jahre als etwas ganz Wunderbares. Kein, da habe ich aber Glück gehabt, sondern Gott sei Dank für seine guten Taten. Sie sind und waren ein unverdientes Geschenk seiner großen Liebe. Wir sind gesegnete Leute. Amen. Sammeln wir uns vor Gott. Vater im Himmel, ein frohes und dankbares Lied fällt uns nicht immer leicht. In unser Danken bricht oft die Klage, in unsere Freude die Sorge.
Wir bitten dich, dass trotz allem, was unser Leben verdunkelt, wir deine Liebe wahrnehmen und deine Treue spüren. Wir bitten dich für die Menschen, denen Leid und Sorgen den Mund verschlossen haben, dass sie nicht mehr singen, sondern nur noch seufzen können. Lass ihnen dein Licht leuchten, damit alle Schatten aus ihren Herzen weichen. Wir bitten dich für die Mutlosen und Einsamen, die Kranken und Trauernden, die dich nicht mehr loben können, sondern nur noch weinen. Trockne ihre Tränen und schenke ihnen wieder Hoffnung. Und wir bitten dich für alle, die singen und sich an der Musik freuen, dass sie darin dein Rufen hören und sich deiner Liebe öffnen. Hilf uns, dass, wenn wir wieder singen dürfen, wir es zu deiner Ehre tun und damit dein Lob vor aller Welt verkündigen. Im Namen Jesu beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne durch Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Jetzt gibt es noch ein paar Bekanntgaben. Den nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden Sonntag, dem 9. Mai um 9.45 Uhr mit Pfarrerin Laura Artes. In diesem Gottesdienst führen wir unsere neue Diakonin Josan Tukwabo in ihren Dienst in unsere Gemeinde ein. Vielen Dank für die Kollekte vom letzten Gottesdienst in Höhe von 104,50 Euro. Die Kollekte nach dem heutigen Gottesdienst ist für die Kirchenmusik in Baden bestimmt. Ebenso danken wir für Spenden in Höhe von 400 Euro für die Jugendarbeit. Gott segne die Gebenden und die Gaben. Der Wochenspruch für die kommende Woche steht, wie schon gehört, im Psalm 98, Vers 1. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Dann erheben wir uns zum Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.